Guten Morgen, liebe Zuschauer, zum jetzigen JFD Live Trading TV um 10:45 Uhr, 9. Juli. Wir wollen wieder den DAX betrachten, hier zuallererst natürlich. Nach dem Opening, das ja schon bullische Vorzeichen aufwartete, sehen wir den DAX und da gehen wir direkt mal in den Stundenchart hier jetzt nach oben rausziehen. Und worüber zieht er hinaus? Über diese Abwärtstrendlinie, die sich hier in der 24-Stunden-Indikation seit Anfang Juli gebildet hat. Das kann durchaus interessant werden, denn zum einen nähern wir uns jetzt hier diesem Widerstandbereich bei 10.880 Punkten und das ist mit Verlaub für die nächsten Stunden, Schrägstrich Minuten, je nachdem, hier das ganz, ganz entscheidende Key-Level. Also der DAX jetzt hier auf dem Weg in Richtung Widerstandslevel und sofern es dem DAX hier gelingt, über 10.880 Punkte rauszuziehen, dann, meine lieben Zuschauer, muss man davon ausgehen, dass hier diese Vierfach-Bodenbildung sich jetzt nach oben entfaltet und wir doch keine weiteren Tiefs sehen, sondern erstmal einen Erholungsimpuls vor uns haben, der den DAX hier noch ein Stück weit höher treiben könnte. Also ganz, ganz große Obacht auf das aktuell erreichte Level, denn dies könnte, wenn wir uns hier drüber hinaus schrauben, durchaus einen positiven Folgeimpuls aussenden. Und natürlich schauen wir hier auch auf die Wochentagsstatistik. Der interessierte und häufig dabei zuschauende Besucher dieser Live-Sendung wird es wissen, der DAX hier am Donnerstag mit dem bullischsten Tag unterwegs. 24 sage ich schon, 64% positiver Schlusspreise. Und das sieht aktuell auch so aus, als könnte die Statistik noch einen Prozentpunkt mehr erhalten. Denn wenn wir heute positiv schließen, haben wir es hier dann mit 65% positiver Schlusspreise während der vergangenen 52 Handelswochen zu tun. Das ist hier, wie gesagt, heute definitiv eine stützende statistische Rahmen. Sequenz, die wir hier sehen, im Zuge dessen, dass der DAX hier durchaus jetzt erstmal einen Erholungsimpuls starten kann. Bevor wir nochmal in den Stundenchart gehen, schauen wir jetzt mal auf den Tageschart. Der visualisiert hier aktuell eben das bevorstehende Level 10.880/10.850. Ziehen wir das mal ein Stück hoch, damit wir auch hier den Widerstand praktisch vom Stundenchart exakt hier im Tageschart sehen. Und wenn wir eben uns hier rausheben aus diesem aktuellen konsolidierungskurzfristigen Abwärtstrend, den wir hier sehen, dann muss man davon ausgehen, speziell über 10.900 Punkten haben wir hier temporäres Erholungspotenzial. Aber Obacht geben, wir sind eben jetzt hier genau an dem Key-Level und hier entscheidet sich jetzt, ob wir über 10.880 Punkten rausziehen oder nicht. Rein Trend folgend kann der Markt jetzt direkt in Kürze wieder abdrehen und in Richtung neuer Tiefs laufen. Allerdings direkte Tiefs sind jetzt erstmal passé. Es wird sich sicherlich heute entscheiden, wie der DAX weiter voll oder besser gesagt, weiter nach vorne rennt. Faktisch, wenn er hier per Stundenschlusspreis rauszieht über 10.880, dann ist das zunächst erstmal vorsichtig bullisch zu werten. Und dann kommt es darauf an, natürlich, ob hier auch ein Tagesschlusspreis gelingt. Und der wäre idealerweise oberhalb von 10.960 Punkten zu finden. Dann könnte sich auch für morgen ja ein weiterer Erholungsimpuls anschließen. Allerdings, gerade trend folgend, ist das hier nur Plan B. Also, es kann durchaus sein, dass wir uns jetzt hier direkt wieder nach unten verabschieden, weil gerade auf Tagesbasis und auf Stundenbasis eben jetzt hier ein unmittelbarer Widerstand vorausliegt und dieser muss erstmal überwunden werden. Also mal abwarten, was passiert. Rein Trend folgend, und da gehen wir hier auf die übergeordnete Trendrichtung, wäre hier ein Abprall unterhalb dieses Niveaus ja, rein technisch zu befürworten, um eben dann doch keinen Ausbruch nach oben zu ermöglichen. Wir machen das auch mal blau gestrichelt, weil wie gesagt, das ist aktuell ja eine ganz, ganz spannende Phase, die sich sicherlich dann hier eben infolgedessen darstellt, ob der Markt jetzt hier nach oben auftritt oder nicht. 10.880, 10.890 Punkte. Hier speziell das Hochbeachten vom 7.7. der 24-Stunden-Indikation 10.910 Punkte. Das kann spannend werden, aber hier ist wie gesagt jetzt unter Umständen im Zuge dieser Trendlinie, im Zuge dieses Widerstands auch ein Abprall nach unten nicht auszuschließen. Das dürfte den Markt, wie gesagt, kurzfristig dann rasch nach unten führen und kann sozusagen hier diese aktuelle Kerze als Fake darstellen. Setzt sich aber der DAX natürlich nach oben weiter fort, dann haben wir hier im Zuge der positiven asiatischen Märkte, auf die wir übrigens nachher nochmal eingehen werden, schauen wir uns den Nikkei und den Shanghai Composite Index mal an, was da eigentlich jüngst los war. Wenn da natürlich hier dieser Auftrieb weiter beibehalten wird, dann kann man davon ausgehen, dass auch der DAX jetzt hier einen Erholungsqueeze vollzieht, um dann praktisch hier nach oben aufzudrehen und selbst wenn das passiert, ist das natürlich im Kontext des übergeordneten Abwärtstrends
Ja, eine korrektive Erholung, die völlig in Ordnung ist und die dem DAX natürlich auch hier zweifelsfrei ja, unterstellt werden kann, wenn wir eben über 10.880, 10.910 rausziehen. Der Wochentag heute begrüßt das. Morgen sieht es natürlich schon wieder ganz anders aus. Da haben wir statistisch einen sehr schwachen Tag. Aber mal abwarten, was passiert. Rein saisonal, das holen wir hier nochmal rein. Haben wir hier auch ja, kurzfristige Erholungsmanöver denkbar, aber mit Blick auf den August in den September hinein. Durchgehend fallende Preisnotierungen. Natürlich ist das Griechenland-Drama weiterhin ein Thema, aber wir rücken natürlich auch mehr und mehr an die US-Leitzinsanhebung, an diese Fantasien heran und das ist natürlich alles das, was den Markt durchaus weiter belastet. Also da wird es spannend bleiben, die Volatilität wird zweifelsohne hoch bleiben. Jetzt hier beim DAX aktuell unmittelbar vom Widerstandslevel. Der spekulativ ausgerichtete Short-Anleger kann hier, sage ich mal, Investments wagen, um im Sinne der übergeordneten Trendbewegung auf einen Short-Impuls zu setzen. Andererseits natürlich, wer hier bullische Hoffnung hegt und nach eigenen Setups sozusagen auch hier diese Fortsetzung der Erholung favorisiert, dem sei hier gesagt, über 10.880, über 10.910 Punkten kann es durchaus weitergehen. Schauen wir kurz noch mal hier auf die 24 Stunden, sage ich schon, auf die DAX-Indikation, um hier sozusagen die True Range noch mal ein Stück weit zu visualisieren. Da sehen wir, dass wir hier deutliches Potenzial haben. Also der DAX im Schnitt hier 280 Punkte unterwegs, aktuell 160 in der Indikation rund gelaufen. Wir sehen hier diesen schönen Aufwärtsimpuls, den wir auch hier natürlich durch eine Trendlinie Nummer 1, Trendlinie Nummer 2 hier am MetaTrader visualisieren können. Und da sehen wir sehr schön, das Vormonatstief ist zurückerobert worden. Das Vorwochentief wurde nicht nachhaltig unterschritten. Und ja, jetzt sind wir am Vortageshoch. Das ist neben der Tatsache, dass wir hier Vortageshoch hier wohlbemerkt aus der 24-Stunden-Indikation. Da sind wir natürlich jetzt angelangt und hier Potenzial bis rund 10.985 Punkten sind sogar existent. Also wenn wir hier nach oben rausziehen, dann kann das heute noch sehr, sehr dynamisch werden. Und gerade vor dem Hintergrund, und da gehen wir jetzt auch nochmal in den Xetra DAX, der liefert sogar noch viel mehr Spielraum. Und hier haben wir auch exakt das Vorwochentief noch vor Augen bei 10.896 Punkten, 10.900 Punkten. Da kommt natürlich auch noch ein kleiner Widerstandslevel dazu. Aber wenn der DAX eben auftritt, wenn er es schafft, hier nach oben weitere Impulse aufzubauen, und das sieht hier in der 24-Stunden-Indikation noch vortrefflicher aus als im Xetra DAX selbst, dann kann sich hier dieser positive Handelstag durchaus nach oben entfalten. Aber aus aktueller Sicht, wenn überhaupt, dann nur rein korrektiv. Also es dürfte eine Aufwärtsbewegung im Abwärtstrend sein, eine kurzfristige im übergeordneten Abwärtstrend, was dann natürlich dann in der Folge auch weitere Verluste zulassen könnte. Jetzt sehen wir hier im 15-Minuten-Chart aktuell einen kleinen Shooting-Star. Also wie gesagt, wenn wir hier nicht weiter nach oben aufdrehen, dann ist die Gefahr von Rücksetzern Richtung 10.800 Punkten nicht vom Tisch. Und dann wären wir natürlich auch hier wieder in der Lage, wenn wir unter 10.800 Punkte zurückfallen, dass der Markt hier doch nochmal in Richtung der Niveaus von 10.000, hier ist diese Supportzone in Richtung von 10.700 Punkten rund zurückfällt. Das bleibt mal abzuwarten. Auf jeden Fall höchst, höchst spannende Situation. Hier Ranges mal drauf aufpassen. Hier machen wir jetzt nochmal das Level größer 10.910, um das für die Nachwelt bzw. in Anführungszeichen für nachher nochmal aufzuheben. Also bleibt spannend, liebe Zuschauer. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn ja, dann schalten Sie das nächste Mal wieder ein. Ich sage erstmal danke fürs Dabeisein. Wünsche Ihnen jetzt noch einen erfolgreichen Handelstag. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.